Hallo Leute. Lukas. Team wieder da. Cool, mein Team hat mich allein im Wald zurückgelassen. Geile Leistung. Echt danke, Jungs. Teamleistung halt richtig unterirdisch, Leute. Unterirdisch. Ah, Lukas, mach nicht einen auf Opfer, Lukas. Sonst fuck ich den ganzen Dschungel an. Ist mir völlig egal. Du kannst auch rumschreien, wie du willst. Lukas, fuck mich ab. Ja, ich fuck dich gar nicht ab. Ich sag dir nur, hör die Fakten. Auf diese einen auf Opfer immer zu machen. Sag mal erst allen den ganzen tausend Sachen, die du gerne erzählen willst. Es gibt keine Sachen. Hey Lukas, mach nicht einen auf Opfer. Ich weiß, du kannst gut reden. Was ist denn passiert? Irgendwas muss doch passiert sein. Nur seit dieser Prüfung laufe ich hier rum wie ein Aussätziger. Und die zeigen nur mit dem Finger auf mich, ehrlich gesagt. Willst du mich verarschen? Warum haben wir mit Finger auf dich gezeigt? Sag die Wahrheit. Hab die Eier in der Hose, was du nicht hast. Hab die Eier in der Hose zu sagen, was du gesagt hast. Junge, denk erst mal über deine Erziehung nach. Hey, sag mir nichts und über meine Erziehung. Sprich nicht von Eier oder irgendwas anderes. Sag mir nichts über meine Erziehung. Oh. Sag mir nichts über meine Erziehung. Komm, Jungs. Hey. Sag alles gegen mich. Sag, ich bin ein Idiot. Sag alles. Aber sag nichts über Familie. Provozier mich nicht. Ist gut, ja. Du kannst gut reden. Aber sag mir nichts über meine Erziehung, bitte. Gerade sowas zu Gigi zu sagen, wo wir gestern Abend noch alle in dem Brief zusammen gehört haben, dass Gigi nichts fürchtet außer Gott und seine Mama. Ich glaube, Lukas wollte in dem Moment auch zurückschießen. Leute, es sind Fakten, es ist einfach so. Tut mir leid. Das Problem ist, wir sind ihm in Reality. Reality, hier musst du sein. Und er ist für mich ein Blendner, ein Faker, hat keine Eier in der Hose. Hab die Eier zu sagen, was du gesagt hast. Was ich gesagt habe? Hab die Eier. Erzähl die ganze Geschichte, wenn du das erzählen willst. Dann sehen wir deine wahre Gesicht, wie du bist. Ja, pass mal auf, es gibt ein Fußballteam, einer schießt den Elfmeter. Wenn der den verschießt, zeigen alle mit dem Finger drauf. Oder sagt man, ich nehme euch. Das ist für mich ein Team, das Leute. Kann doch nicht sein. Das ist unsportlich. Du bist unloyal und du bist falsch gerade. Weil als wir rausgekommen, was habe ich dir gesagt, Luca? Was habe ich dir gesagt? Du hast gesagt, du findest es nicht gut, dass ich es runtergeschluckt habe. Wer hat es nicht geschluckt, Lukas? Oh mein Gott! Ja? Oh mein Gott. Okay, ich rede nicht mehr mit dir. Wunderbar, dann mach. Das ist deine Entscheidung. Oh mein Gott. Jetzt bist du falsch und ehrlich. Weil du stehst hier und sagst, wegen des Essen haben wir dich untergestellt. Opfer, wegen des Essen. Luca, also bitte, jetzt. Jetzt, reich. Du bist ein erwachsener Mann. Jetzt, reich. Du bist ein falscher Mann. Seine wahre Gesicht ist rausgekommen für mich. Er kann sie Abstand halten. Vor der Kamera. Nie. Ja, die beiden unterstellen mich, weil ich konnte nicht schlupfen. Oh mein Gott. Ich bin das Opfer, ich bin Lukas, ich bin zu jedem nett. Hilfe, Leute, ich will nur Frieden auf die Erde. Ich bin Lukas, ich will nur Frieden. Ich liebe jeden Menschen. So ein Blenden. Die werden das zeigen, da will man sehen, die ganze Welt wird das sehen. Leute, ihr seid doch Oh mein Gott, ey. Kindergarten. Wieso sagst du nicht die Wahrheit? Ich rede völlig ruhig und schildere die Dinge, wie ich sie sehe. Ja, zeig die Welt, wie du bist, so nett, so schön, das heißt charmant. So nett, der beste alles Lukas. Ist gut. Alles ist gut. Ja, super. Alles ist gut. Ja, alles ist gut. In meiner Welt ist alles okay. Ich weiß, dass in deiner Welt, wenn die Kameras an sind, alles gut ist. Das weiß ich. Das ist mir klar. Ich rede nicht mehr mit dir. Du, Abstand Essen. Von mir. Tell me I lost it. Du kommst hier und lügst an vor den Menschen. Nein, das geht gar nicht. Also das, was die heute abgezogen haben, das ist absolut schrecklich. Ein crazy Tag heute, Leute, wirklich. Sind da Worte gefallen? Habt ihr euch währenddessen angeschrien? Habt ihr euch beleidigt? Der wird jetzt erzählen, wie der das Opfer ist. Danke. Wir sind im Dschungel. Irgendwann fällt die Maske ab. Wir sind als Team reingegangen. Dann habe ich jetzt das Gefühl gehabt, dass ich der Buhmann bin. Willst du ein Taschentuch?
Gigi, lass ihn kurz reden, bitte. Mann, sag die Wahrheit. Es ist die Wahrheit. Es ist die Wahrheit. Oh, du kannst jetzt ruhig noch irgendwie ein, zwei Palmen umdrehen. Du bist fake, Junge. Nein, bin ich nicht. Bin ich nicht. In meinen Augen hatte die kleinsten Eier, die ich je in meinem Leben gesehen habe. Die Situation ist Kindergarten. Man greift andere Leute nicht persönlich an, sondern man spricht über Dinge, die sie sagen oder die sie tun. Aber deswegen sagt man nicht, du bist so oder so oder so. Du bist einer, der versteckt Sachen macht. Nein, nein, weil nein, du nein. es selber nein. zugegeben hast. Nein, nein, nein. Ganz im Gegenteil. Dieses Fake-Net und so. Ja? Immer draußen. Gigi, ich hatte bis jetzt ein sehr, sehr gutes Bild von dir. Das hat sich heute gewandelt. Mach einen auf Opfer. Heute nee, mach ich Taschentücher. Alles ist gut. Sing mir am besten gut. ein Lied, wie du Opfer bist. Alles gut, Gigi. Tschüss. Leute, dass das so eskaliert, hätte ich nicht gedacht, wirklich. Unglaublich, oder? Ja, wie gesagt, wir waren ja nicht dabei, aber im Moment ist es... Die beiden sind abgegangen wie die Hyänen, könnt ihr euch nicht vorstellen. Aber was war das Problem? Was war der Knackpunkt? Der Knackpunkt war, dass ich die beiden Sachen, die ich hätte schlucken müssen, nicht schlucken konnte. Es war einfach trocken, ich habe es nicht geschafft. Weil du das nicht geschluckt hast? Ja. Das war der einzige Grund? Ich habe das Gefühl, jetzt unter uns drei gesagt, die haben auf einen Moment gewartet, wo sie richtig auf mich einkloppen können. Ich glaube zu 100%, dass Lukas hier mit der Einstellung reingegangen ist, ich möchte mich von meiner besten Seite zeigen. Ich trete in die Fußstapfen meines Vaters, ich bin der Familienvater, mein Leben läuft toll. Und wahrscheinlich dadurch war einfach der Druck zu hoch. Gott alleine sein. Oh Gott. Probier zu atmen. Was war das Problem? Ging es um das Essen? Null. Ging null zu dem Essen. Null. Null. Ich sagte, ihr zwei, ja, jetzt unterstellt mich hier Dinge, ich könnte tausend Dinge über euch sagen. Ich sage, wenn ihr habt was zu sagen, seine tausend Dinge, was er hat zu sagen, er soll zu mir kommen und mir sagen, weil ich stehe auf meine Fehler, du hast was zu sagen, sag es, sag es. Das klingt halt wie unausgesprochene Vorwürfe. Ja, genau so. Es ist unausgesprochene Vorwürfe, genau. Du hast Dinge über mich, das hast du nicht ausgesprochen. Sorry, so lasse ich mich nicht hintergehen. Das ist falsch. Ja, das spielt eine Rolle, klar. Immer der Nette, der Tolerante, der Authentische, der, alle was die Worte, was er spielt, ist er nicht. Tut mir wirklich leid. Deine wahre Gesicht ist rausgekommen. Das hat er nicht erwartet von ihm. Das habe ich voll nicht erwartet von ihm. Er ist fake. Sorry, brauche ich nicht. Für mich brauche ich nicht. Ich wusste nicht, dass er hatte Probleme mit mir. Ich wusste null davon. Steht er da vor Kamera, sagt er, ja, die unterstellen mich was falsch. Nee, er sagt, nee, die zwei Jungs gehen gegen mich. Ja, das finde ich uncool, gegen mich. Sei wieder Opfer. Dann die Fans sehen, dass sie sagen, oh ja, das sind alle gegen ihn. Meiner Meinung nach ist Lukas übers Ziel hinausgeschossen. Das war kein ich verteidige mich mehr, sondern das war Angriff. Gerade nachdem seine Frau ihm gestern noch den Brief geschrieben hat, Schluss mit Liebsein, Schluss mit ruhig, Schluss mit dies und das. Also das war kein Ausversehen, dass ihm das rausgerutscht ist. Dafür ist er auch einfach zu ein großer Medienprofi. Hey ihr Dschungelfreaks, wenn ihr nicht genug bekommen könnt, alle Folgen gibt's bei RTL Plus, dafür einfach hier klicken. Ja, und alle weiteren Videos von den Stars seht ihr hier. Und lasst doch mal ein Abo da, da oben. Oh ey, du kannst das richtig gut. Ich war auch schon mal im Internet. Der ist cool, der